Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Conduct Steam. Himmel. Uiuiui. Ich hab eine Facebook-Nachricht bekommen. Nice. Doki überprüft ihn, ja. Oh. Warte. Das ist der richtige Speicherstand. Ja, GG. Regirock-Kammer. Wir sind bei Regirock angekommen. Wenn ihr weitergehen wollt, zeigt, dass ihr die Kraft dazu habt. Machen wir. Easy peasy. Rasierblatt. Scheiße. Daneben. Okay. So viel Damage macht er gar nicht. Ich hab irgendwie mehr Damage erwartet, muss ich sagen. Aber okay. Super. Den haben wir auch easy besiegt. Ja. Aua. Mann, ich stoße mich hier die ganze Zeit. Mysteriöses Licht umhüllt Doki. Der Torwächter gewährt seine Erlaubnis. Yeah. Lasst uns weitergehen. Zack, was brauchen wir jetzt hier? Prüft den Steinwegweiser seltsam und kommt Rillen drauf. Stil. Ja. Stil haben wir, glaube ich. Noch nicht ganz zusammen, ne? War das nicht so? Genau, wir haben ein L, wir haben ein S und ein T. Auf jeden Fall. Okay, dann brauchen wir noch zwei Es. Alles klar, kriegen wir hin. So, Leute. Willkommen zurück. Ich habe diese verdammten Es. Oh, endlich. Endlich. Hat ja aber auch lange genug gedauert, ne? Ja, Stil reagiert auf den Stein. Tschum. Wir können weitergehen. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich jetzt rausgeschnitten habe insgesamt. Ich nehme jetzt einfach noch ein bisschen auf. Noch so 13 Minuten oder so, keine Ahnung. Wenn ihr weitergehen wollt, zeigt, dass ihr die Kraft dazu habt. Ja, machen wir. Es ist ein Stahl-Pokémon, das heißt, Dragon mit seinem Kampfangriff dürfte eigentlich ganz gut was an Damage verursachen. Wenn er ihn, ja, er macht ihn sogar, stimmt. Dunkelklaue ist er damit verbunden. Aber es hat leider gerade nicht getroffen. Ist ein bisschen doof, aber naja. Mach halt Ruckzucki. Okay. Okay, wenn er daneben haut, dann ist es eine Grundfähigkeit oder so, wenn man daneben haut, dass man dann wegspringt. Weiß ich nicht. Dragon hat übrigens auch jetzt Probe irgendwas erlernt, weil ich einen Orangegummi gefunden habe. Und ja, mysteriöses Licht umhüllt Doki. Yeah. Tschum, Torwächter gewährt seine Erlaubnis. Sehr geil. Was ist mit uns geschehen? Oh, wir haben mit Registeer gekämpft. Dann ist mir die Thales in Schwierigkeiten geraten. Oh, aber ich weiß einfach nicht, was danach passiert ist. Ich muss allerdings anerkennen, dass ihr uns gerettet habt, Team Pokepax. Danke, wir sind echt in Verlegenheit geraten. Wir schulden euch etwas, Team Pokepax. Wärt ihr nicht rechtzeitig gekommen, wäre das für uns wohl gewesen. Da ist was Wahres dran. Ich fürchte, wir werden euch niemals angemessen dafür entlohnen können. Ach, da fällt mir etwas ein. Wie wäre es, wenn wir euch irgendwann einmal helfen würden, Team Pokepax? Ja, ich glaube, auf unserer eigenen Erkundung sind wir bereits gescheitert. Haha, keine Sorge. Wir wollen euren Ruhm nicht stehlen oder euren Schatz. Gehen wir. Unser Ziel kann nicht mehr weit sein. Okay. Sehr cool. Arges Höhlengrube U1. Ich bin immer noch dran mit den Gummis essen, yeah. Gegenschlag hat alles verloren. Scheiße, was? Ich dachte, das ist eine Verlangsamungsdings da. Shit, Gegenschlag ist jetzt. Ach, das ist jetzt nicht mehr gelinkt, ne? Och, Mann, oh. Das ist jetzt doof, da müssen wir alles nochmal verlinken. Aber ich muss ja eh nochmal hin wegen Rasierblatt und Energieball-Verlinkung. Aber naja, okay. Ups. Ich hatte übrigens noch einen Belebersamen gefunden, genau. Belebersamen habe ich auch noch gefunden. Das ist hier ein Flairsamen und ein Apfel. Den Apfel würde ich gerne haben.
Den nehme ich gern mit. Nicht, dass wir bald keine Äpfel mehr haben. Das wäre natürlich doof, ne? Das wäre natürlich sehr, 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 sehr doof. Das wieder ein Inkognito uns auf den Fersen. Ich glaube, das ist ein U. Das ist ein P. Okay. Dö-dö-düm. Okay. Und es ist besiegt. Okay, schöne Sache. Ich weiß gar nicht, wie viele Ebenen die Argus-Höhle hat. Ich habe echt keine Ahnung. Egal. Aua. Oh, nicht Vergiftung. Oh Mann, oh. Komm, wir müssen schnell die Treppe finden. Da musste ich gerade aufstoßen. Tut mir leid. Da ist die Treppe, ja. Ich wollte gerade erst noch sagen, okay, ich muss gleich eine Pilze auf B reinsetzen. Aber wenn wir die Treppe jetzt gefunden haben, ist alles gut. Und wir haben die Regigigas-Kammer gefunden. Regigigas. Das hier scheint der letzte Raum zu sein. Ach Gottchen. Alle, die ihr schätzt, was? Alle, die ihr Schätze im Boden sucht, demonstriert eure ganze Kraft. Okay. Die Steinstatuen, sie leben. Nein, wir bestehen diesen Kampf zusammen. Jo. Ich geh runter. Rasierblatt einmal einsetzen. Was war das denn gerade? Oh Mann, bin ich dumm. WTF, Alter, war das gerade dumm. Holy shit. Oi, 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 ey. Das war ja gerade mal rege. Nee. Das war ja gerade eben übel dumm, was ich gemacht habe. Einfach Rasierblatt in die falsche Richtung einsetzen. Ey, das ist ja GG. GG! Ich muss... Nein, was? Okay, ich bin gleich im Arsch, ich bin gleich im Arsch, ich bin gleich im Arsch. Oh, ich bin doch nicht am Arsch. Okay. Komm schon. Warum können die das denn? Warum können die ganzen Attacken abwehren? Was ist das? Warum ist es behindert, ey? Ich habe auch nicht gecheckt, ich habe auch nicht mitbekommen, was sie am Anfang eingesetzt haben. Ja, ich bin besiegt. GG. Ich habe nicht gemerkt, was sie am Anfang eingesetzt haben. Aber naja. Oh. Alle werden geheilt, das ist sehr gut. Wer hat das jetzt eingesetzt? Hat das. Ich weiß nicht, okay, ich glaube, ja. Dings hat das eingesetzt. Danke! Oh. Er ist besiegt, okay. Immerhin. Der ist auch besiegt, schöne Sache. Okay, dann klatsch ich gleich auf. Ja, ich klatsch auf Regigigas. Regigigas. Oh Gott. Ich kann mich nicht bewegen. Okay, hat sich erledigt. Ich klatsch nicht auf Regigigas. Außer mit stimmt. Okay. Ich wehr jetzt immerhin den Angriff ab. Von Dings. Von. Die auf Dragon geklatscht werden. Okay, das ist super. Dankeschön. Lieber Schlappohr. Liebes Schlappohr. Liebe Schlappohr. Was auch immer. Danke, nette Schlappohr. Mann, dass die immer meine Attacken abblocken. Das kann doch nicht wahr sein. Danke. Ja, geil. Was ist Regigigas nochmal für ein... Ist es nicht ein Normal-Pokémon oder ein Kampf? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Einschüchterer. Ah, das blockt also die ganze Zeit meine Attacken. Ist ein bisschen nervig. Ist echt ein bisschen sehr nervig. Zauberblatt. Ja, getroffen. Nice. Aber Knirscher nicht mehr. Ich weiß nicht, wie viel Damage gleich Regigigas raushauen wird. Mit Vergeltung. Aber naja. Gut. Regigigas ist fast besiegt. Sonst hätten sie nicht gerade die Attacken für ihn abgewehrt. Ja, er ist besiegt. Schöne Sache. Dragon klatscht noch. Okay, okay. Klatsch ihn nicht um.
Was? Komm schon. Okay. Super, wir haben es geschafft, Leute. Easy. Wir sind nur einmal gestorben, glaube ich, ne? Ja. Wir haben es geschafft. Was ist das? Was ist deine Inschrift auf dem Steinwegweiser? Okay, auf dem Steinwegweiser. Schließe deine Augen und lass die Aura in den Boden fließen. Ja. Folge den Anweisungen. Oh, es reagiert auf mich. Die Aura von Doki überträgt sich auf den Boden. Was? Regigigas. Nein, müssen wir nochmal mit ihm kämpfen? Ich glaube nicht, nee. Okay. Alles klar. Schnell, wir müssen hier raus. Seid ihr alle in Ordnung? Sieht so aus, als sind alle sind hier. Ein Glück. Aber diese Schätze. Ja, sehr entmutigend. Oh. Was ist denn da? Seht mal. Das ist... Der Boden hat sich gehoben. Es hat sich ein Spalt in der Klippe aufgetan. Diese Erschütterung vorhin. Was Regigigas und die anderen beschützt haben. Es muss das hier gewesen sein. Jetzt wird mir alles klar. Hier haben sie die Schätze versteckt. Und sie sind noch unberührt. Na wunderbar. Diese Erkundung ist doch noch ein voller Erfolg geworden. Haha, ja. Ja? Würde ich auch so sagen, eigentlich. Aber das ist diesmal nicht unser Verdienst. Den Pokepakt, das war ganz allein euer Verdienst. Das würde ich auch sagen. Die Schätze da drin gehören alle euch. Meine Güte, ihr seid wirklich was Besonderes. Das war die Wiegnudelluft zu seinen besten Zeiten. Haha. Sollen wir dann unser nächstes Abenteuer angehen, meine alten Freunde? Ja, machen wir das. Wir haben sehr viel Spaß gehabt, den Puckepakt. Es war toll, mit euch auf Erkundung zu gehen. Wenn wir das Erkunden nicht an den Nagel hängen, werden wir uns eines Tages bestimmt wieder über den Weg laufen. Aber das nächste Mal sind wir schneller beim Schatz als ihr. Macht's gut. Grüß Knuddeluff recht herzlich. Machen wir. Was haben wir jetzt für eine Höhle? Du kannst jetzt verborgenen Ruinen gehen. Mach ich gleich vielleicht, ich weiß gar nicht. Sollte ich schlafen, aber der Part ist eh zu Ende. Und dann gucke ich mal, ob wir jetzt bei den verborgenen Ruinen weitermachen müssen. Normal. Oder ob das jetzt noch zu der Story gehört. Oder ob es halt zur nächsten Story gehört. Das will ich nachgucken, genau. Nachdem wir erstmal alles hier lagert haben, würde ich mal meinen. Wir haben so viele Siedelbeeren, ey. Georgbock lagern. Ein Apfel können wir lagern. Pürsefbeere. Okay, wir haben so viele Siedelbeeren. Zack, zack. Hier müssen nur noch 3 übrig bleiben. Genau, 3. Zack, zack. Zack. Das. Fliob lagern. Schlüssel lagern. Süße Box lagern. Alit lagern. Dim, dim, dim. Wir haben 1600 Gold. Stimmt, wir haben gar keine Gold-Poke gefunden, ne? Okay. Was brauchen wir davon? Wir brauchen ein Braugummi und ein Floragummi. Die anderen sind egal. Die brauchen wir nicht. Dim, 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 dim. Herrlich. Haru. Kuh von Haru steigt. Floragummi an Doki. Okay. Sehr gut. Und jetzt nochmal Link-Attacken machen. Eieiei. Ich kann auch nochmal... Weiter, achso. Erinnern, genau. Was können wir eigentlich für Attacken nochmal lernen? Blättersturm. Nee. Attacken. Link. Ah ja, wir haben gar kein Geld dabei. Hä? Stimmt. Dim. Ja, nehmen wir kurz mal alles mit. Sind das nicht Teams. Ist das da hier nicht Team Spar? Ich glaube schon, ne? So, weiter. Ja, Attacken. Link. Attacken.
Link. Tacken sind noch sind auch nicht mehr gelinkt. Oh. Link. Ja. Gut, das kann Dragon so erlernen. Kraftwelle könnte er erlernen. Das braucht er eigentlich nicht, oder? Nee. Braucht er nicht. Und was könnte Haru erlernen? Nichts so wirklich Gutes. Alles klar. Könnten nochmal das ganze Geld lagern. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns bei das nächste Mal wieder. Entweder im Hauptmenü oder hier. Wenn wir im Hauptmenü sind, machen wir die nächste Bonus-Episode. Wenn wir hier sind, dann gehören die verborgenen Ruinen noch zu dieser Story. Gut. Ja. Haut da rein.